Nachbarnschaft. Wo kommt der? Einstellen und die Füllung im Prozent im Zylinder. Das heißt mehr Dampf, weniger Dampf im Zylinder. Ja. Das ist das da. Die Pfeife, Stärkgriff. Nee, der da. Das ist die Bremsanlage. Wo ist die Bremsanlage? Das da. Die zwei Griffe ist die Bremse. Da kann man sanden, also Sand für die Räder geben. Wenn es also bergische Schleuder die Räder, dann kann man nur Sand holen. Ja. Das da ist bei Wasserstände. Das da, das wichtigste an der Lok, dass ich weiß, wie viel Wasser im Kessel drin ist, weil schon könnte das Ding explodieren, dass immer Wasser drin sei. Dann haben wir noch eine verschiedene Handräder für den Bläser. Und die können jetzt Feuer entfachen, dann machen wir auf. Und jetzt da eine Oma, dann geht da ein bisschen Saugzug rein, ich merke das. Ja. Dann jetzt zieh. Ja. Ja. Das machen wir jetzt nicht, weil der Rost ist in der Mitte nicht bedickt. Wenn der nicht bedeckt ist in der Mitte, dann ziehe ich bloß einen Haufen kalte Luft durch. Und das tut dem Material nicht gut, also den Stahlkessel. Ja, ja. Deswegen so gering wie möglich. Ja, ja, was haben wir sonst noch? Dann haben wir da noch zwei Speiseeinrichtungen, das sind die zwei Pumpen hier. Mit denen tue ich Wasser vom Zender in der Kessel reinpumpen. Das können wir gleich mal machen. Kurti, du machst mit Wasserpumpe an, das ist nicht verbrennen, gell? Achtung! Drücken wir Wasser rein in den Käfig. Mit Unterdruck und Vakuum. Das heißt, das Wasser steigt jetzt in der Wassersäule und der Druck, der fällt, der geht runter. Ja, weil jetzt wieder kaltes Wasser reinbringt. Nein, wegen kaltes Wasser. Ja, wegen kaltes, ne? Weil das wird eben vermischt mit heißem Dampf. Das ist ein Dampfstrahlpumpe. Das wird also mit dem Dampf mitgriffen und wird vermischt und wird das Wasser schon vorgewärmt. Ja? Jetzt sind wir gleich ein halbes Jahr runtergespeist, dann machen wir wieder aus. Ne? Oh. Normalerweise 400 Kilometer, aber ja. Wir gucken zwischendrin schon mal wieder nach. Wenn du so ein Lager rausfährt, das wird teuer. Oh. Solange der Vorrat reicht, da kann man auch klopfen. Und wenn ich gerade noch mal. Oh, das ist so gut, ja? Dann sucht man schon mal auf der Wäsche.